Anfang September kam dann meine Versetzungsverfügung zum 15. Oktober 1961 nach Bückeburg zur Heeresfliegerwaffenschule. Dort sollte ich zum Fluglehrer ausgebildet werden. Von nun an wurde ich in der Staffel behandelt, als sei ich gar nicht mehr da. Nun denn, sollte mir auch recht sein. Ich werde die Zeit schon überstehen. Ein anderes Ereignis hat mich viel mehr gefreut. Regina und ich haben Ende September 1961 geheiratet. Nun waren wir ein Ehepaar und wollten den gemeinsamen Lebensweg beschreiten, was uns bis heute gelungen ist. Der Tag meiner Versetzung nach Bückeburg war gekommen und ich verabschiedete mich von meinen Kameraden in Celle in aller Stille. Genau genommen gar nicht. Nach dem Motto, ich bin da mal weg. In Bückeburg sollte ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnen. Nun war es endlich soweit, ich sollte Fluglehrer werden. Aber davor haben unsere Vorgesetzten erstmal einen dreimonatigen Lehrgang gesetzt. Nun war ich also wieder Flugschüler, zwar in einem gehobenen Status, aber trotzdem wieder lernen. Erst einmal graue Theorie in den Fächern Fluglehre, Standardisierung der Flugmanöver und beim Psychologen Menschenführung und Pädagogik. Ganz schön viel für einen 22-jährigen jungen Piloten. Aber ich war ja nicht alleine, sondern wir waren 15 Soldaten, alle mit dem gleichen Ziel, Fluglehrer werden. Es ging nach der ersten Woche Theorie wieder weiter mit dem zweiteiligen Arbeitstag. Eine Hälfte des Tages Flugdienst, die andere Hälfte Unterricht. Der erste Flug für mich mit Fluglehrer stand an. Die Alouette fliegen konnte ich ja schon, aber nur vom rechten Sitz, also dem Platz des ersten Piloten. Nun ging es aber andersherum. Als Fluglehrer fliegt man vom linken Sitz. Nicht so schlimm, denkt der Laie. Oh doch. Der Blickwinkel ist ein völlig anderer. Alle Schalter, Bedienhebel und Instrumente sind nicht mehr links von mir, sondern rechts. Was ich bisher mit der linken Hand bedient habe, muss ich jetzt mit rechts machen. Nur die Steuerung für den Hubschrauber wird genauso bedient wie auf der rechten Seite. Erstmal ins Cockpit setzen und mit der neuen Situation vertraut machen. Gar nicht so einfach, wie ich dachte. Aber man kann ja alles lernen. Also Checkliste raus und alles abarbeiten, was vor dem Anlassen gemacht werden muss. Hier kam ich schon einmal ein wenig durcheinander. Also nochmal, jetzt konzentrieren, so klappt es schon besser. Der Anlassvorgang, alles schön nach Checkliste, ist ja nicht so viel. Das Triebwerk läuft jetzt, die Drehzahl hochfahren mit der rechten statt der linken Hand. Das geht aber nicht so feinfühlig wie gewohnt. Bei diesem Triebwerk muss das Gasgeben sehr langsam gemacht werden, um die Abgastemperatur im grünen Bereich zu halten. Aber auch das war nach einiger Zeit geschafft. So, nun noch die Starterlaubnis vom Tower einholen und es kann losgehen. Langsam den Pitch anheben, Drehmoment mit den Pedalen ausgleichen und der Hubschrauber hebt ab. Oh je, ist das aber wackelig. Irgendwie habe ich das schon besser gekonnt. Fliegen von der linken Seite ist doch etwas anderes. Bei diesem Flug habe ich mich erstmal ein wenig an die veränderte Sitzposition gewöhnt und die verschiedensten Manöver geflogen. Zum Ende des Fluges, nach 2 Stunden, ging es dann schon recht gut. Bei weiteren Flügen wurde dann das präzise Einhalten von Fahrt und Höhe bei Platzrunden, Start und Landung trainiert. Alle Flugmanöver für diesen Hubschrauber sind in einem Handbuch niedergeschrieben und der Fluglehrer muss in der Lage sein, sie genau nach Buch zu fliegen. Das sollte dann auch in den nächsten Wochen unsere Aufgabe sein. Der nächste Ausbildungsabschnitt sah dann vor, dass der Fluglehrer auf dem rechten Sitz einen Flugschüler spielt. Meine Aufgabe war es dabei, Fehler zu erkennen und abzustellen. Mein Schauspielschüler war derartig dusselig, dass ich dauernd eingreifen oder auf die Fehler hinweisen musste. Dann sagte mein Schüler, Herr Gefreiter, wie lange kann eine Alouette eigentlich mit 500 Liter Kraftstoff fliegen? Oh verdammt, dachte ich, wir haben fast gar keinen Sprit mehr. Nun aber schleunigst nach Hause, sagte ich zu ihm. Es waren gerade mal 80 Liter Kerosin im Tank. Das reichte gerade noch so für einen sicheren Heimflug. Tja, auch für diese Dinge wie Kraftstoffverbrauch, Flugzeiten, Luftraumbeobachtung sind Sie künftig als Fluglehrer verantwortlich, sagte mein Fluglehrer.
Es sind doch noch einige Dinge mehr, die mein künftiger Job für mich bereithielt. Nach 8 Wochen nahte das Ende der Lehrerausbildung natürlich mit dem obligatorischen Checkflug. 2 Stunden lang hat der Checklehrer mich durch die Mangel gedreht, aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen und alles zu seiner Zufriedenheit durchgeführt. Das wurde belohnt mit einer hervorragenden fliegerischen Beurteilung mit der Note 1. Die Freude war natürlich groß und ich war und bin auch ein bisschen stolz. War ich denn nun Fluglehrer? Klare Antwort, nein. Denn es fehlte jetzt noch die Gebirgsflugausbildung als Fluglehrer. Eine Woche später war es dann soweit. Mit der Deutschen Bundesbahn fuhr ich Richtung Süden. Aber nicht zur Reiteralpe, sondern nach Mittenwald. Dort sollte die Ausbildung in Karwendelgebirge, Wetterstein und an der Zugspitze stattfinden. In Mittenwald angekommen, ging es ein wenig den Berg hinauf zur Winterkampfschule der Gebirgsjäger. Dort waren auch unsere Unterkünfte und vor der Schule unsere Ausgangsbasis für die Gebirgsflüge. Die Kaserne lag unterhalb des Hohen Kranzberg in ca. 900 Metern Höhe. Die Unterkünfte waren typische Kasernenstuben mit 4 Betten. Die Lage der Kaserne war natürlich toll, inmitten von Wäldern und Wiesen. Man hatte einen einmaligen Blick nach Westen auf das Wettersteinmassiv und nach Osten auf das Karwendelgebirge. Es ist schon eine grandiose Landschaft. Hier sollte ich fliegen und in den Bergen landen? Die Götter müssen es schon gut mit mir meinen, dass ich so bevorzugt bin. Die nächsten 3 Tage mussten wir uns, auf Anraten des Fliegerarztes, erstmal akklimatisieren, das heißt an die Höhe anpassen. Was? Wie? Das sind doch nur 900 Meter, die merken wir doch gar nicht. Der Doc sagte, das stimmt nur scheinbar, auch 900 Meter belasten den Organismus, wenn man Leistung bringen muss. Und Fliegen im Gebirge bedeutet sogar Hochleistung. Na, wenn der das sagt, dann wollen wir es mal glauben. Aber nach 3 Tagen ging es endlich los. Mein Fluglehrer war Monsieur Schmidt, ein Franzose, der einigermaßen gut Deutsch sprach. Er hatte zu diesem Zeitpunkt, es war Dezember 1961, ca. 5000 Flugstunden im Gebirge absolviert. In der Zeit ist er einmal mit der Alouette sogar auf dem Mont Blanc gelandet. Das ist eine Höhe von 4800 Metern. Da kam ich mir mit meinen inzwischen 250 Gesamtflugstunden sehr klein vor. Immerhin konnte ich viel von ihm lernen, das stand schon mal fest. Monsieur Schmidt besprach erstmal anhand der Karte unseren Flugweg. Nach dem Start fliegen wir Richtung Westen, entlang dem Wettersteingebirge, über das Zugspitzblatt Richtung Zugspitze. Von dort nach Nordosten zum Krottenkopf, 2086 Meter hoch. Unterhalb des Krottenkopfes ist die Weilheimer Hütte in 1950 Metern. Neben der Hütte sollte ich landen. Die Hütte liegt auf einem Grat und kann nur von 2 Seiten angeflogen werden. Ich machte es so, wie ich es schon auf der Reiteralpe gelernt hatte. Zunächst die Wind- und Landeplatzerkundung. Neu bei der Alouette war ein tiefer Überflug des Landeplatzes mit ca. 20 Knoten Geschwindigkeit. Dabei musste der Hubschrauber in konstanter Höhe, also ohne Steigen und Sinken, gehalten werden. Beim Überflug des Landeplatzes wurde die Einstellung des Pitches an den entsprechenden Instrumenten abgelesen. Dieser Wert, die Landeplatzhöhe und das Gewicht des Hubschraubers wurden auf einem speziellen Rechenschieber eingestellt und das Ergebnis sagte uns, ob wir genügend Leistung zur Verfügung hatten, um auf diesem Landeplatz zu landen und natürlich auch wieder zu starten. Am Landeplatz angekommen, siehe Bild, führte ich alle diese Dinge durch und kam zu dem Ergebnis, eine Landung und auch der Start sind möglich. Ich meldete meinem Fluglehrer, Monsieur Schmidt, wir können landen, wir haben sogar noch ein wenig Leistungsüberschuss. Na denn mal los, sagte er. Ich drehte in den Endteil zur Landung in westlicher Richtung, leitete den Sinkflug ein und alles schien völlig normal. Aber was war das? Das Variometer zeigte fast 2000 Fuß Fallen pro Minute. Das ist reichlich zu viel. Also Pitch ziehen, Leistung erhöhen. Sie fiel weiter. Leistung bis zur maximalen Grenze erhöht und das Fallen hörte nicht auf. Langsam bekam ich Schweißperlen auf der Stirn.
Ich schaute meinen Fluglehrer verzweifelt an. Der sagte nur ganz ruhig, da sehen Sie mal, wie es beim Gebirgsflug zugeht. Er hatte es kaum ausgesprochen, da ging es plötzlich wie in einem Fahrstuhl nach oben. Mein schöner Landeanflug war natürlich völlig versaut. Was war denn bloß geschehen, dass so ein Auf und Ab herrschte? Nun, der Westwind war ziemlich kräftig und hätte eigentlich eine geruhsame Landung ermöglicht. Was ich aber übersehen hatte, der Westwind kam den Berg hinauf und verursachte eine kräftige Aufwärtsströmung und hinter der Hütte, die ja auf einem Grat stand, ergab sich daraus ein Lehwirbel. Diesen Lehwirbel durchfliegt man einfach mit von Anfang an mehr Leistung und schon passt es zur Landung. Monsieur Schmidt hat das natürlich vorher gewusst und hat mir ganz allein die Schweißperlen auf der Stirn gelassen. Jetzt war ich natürlich gewarnt. Immer wenn es mal kompliziert wurde und er dabei ganz ruhig blieb, habe ich die Situation noch einmal überdacht, um auf die richtige Lösung zu kommen. Ein ganz besonderer Landeplatz ist eine fast ebene Grasfläche in der Größe von ca. 30 x 30 Metern neben der Knorrhütte am Zugspitzblatt. Also für einen Hubschrauber ein großer Landeplatz im Gebirge. Der Laie wird sagen, da kann ja jeder landen. Oh nein! Der Platz kann aufgrund des Geländes nur von der Talseite her angeflogen werden und er liegt immerhin auf etwas über 2000 Metern Höhe. Aber was noch viel schlimmer ist, man muss ihn gegen den Berg anfliegen und dadurch hat man keine Horizontlinie, um die Fluglage des Hubschraubers zu kontrollieren. Nur wirklich gute Piloten können diese Hütte wirklich sicher anfliegen. Nach der Hälfte der Ausbildung, also nach ca. 10 Flugstunden, war es dann soweit. Mein Fluglehrer zeigte beim Anflug zur Zugspitze nach unten. Sehen Sie die Hütte rechts unten? Ich musste erstmal ein bisschen suchen, bis ich sie entdeckte. Ja, da unten, direkt am Fuße der riesigen Felswand. Stimmt, genau die meine ich. Und was ist damit? Dort werden wir landen. Ich hatte mindestens 3 Fragezeichen im Gesicht. Kann man denn da überhaupt landen? Fragte ich. Man kann fast überall landen, sagte Monsieur Schmidt. Na denn mal los, dachte ich. Erstmal eine vernünftige Erkundung. Woher kommt der Wind, welchen Anflug wähle ich und so weiter und so weiter. Gerade wollte ich zu einem Probeanflug mit tiefem Überflug ansetzen, um meine Leistungsüberprüfung zu machen. Da schaute mich mein Lehrer fragend an. In welche Richtung wollen Sie denn nach dem tiefen Überflug durchstarten? Geht ja gar nicht. Da ist ja die Felswand im Weg, sagte ich. Dann machen wir die Leistungsüberprüfung im freien Luftraum, über einem gedachten Landeplatz in ca. 2000 Metern Höhe, sagte mein Fluglehrer. Gesagt, getan. Nach erfolgter Überprüfung aller Daten kam ich zu dem Ergebnis, eine sichere Landung ist möglich. In dieser Region ist das Abschätzen der Platzrundenhöhe, weil bekannte Bezüge wie Bäume oder Häuser völlig fehlen, sehr schwierig. Die Hütte sieht aus dieser Höhe einem Lego-Haus ähnlicher als einem normalen Gebäude. Hier muss man sehr viel auf die Instrumente achten und denen mehr vertrauen als der Sicht nach draußen. Ich leitete also meinen Landeanflug ein und konzentrierte mich auf den Landeplatz neben der Hütte. Das war ein großer Fehler, denn wie ich auf die Instrumente schaute, hatte ich kaum mehr als 20 Knoten Geschwindigkeit und das Variometer zeigte kein Sinken, sondern Steigen. Rein optisch hatte ich aber den Eindruck, dass wir uns im nahezu senkrechten Sturzflug befinden. Mein Fluglehrer lächelte freundlich und sagte, so werden Sie das nie schaffen. Darum werde ich Ihnen mal den Anflug vormachen. Er übernahm die Steuerung und begann den Landeanflug. Ich schaute immer abwechselnd auf die Instrumente und nach draußen, Richtung Landeplatz. Vom Gefühl her waren wir im senkrechten Sturzflug, aber die Instrumente zeigten vollkommen normale Werte für einen ganz gewöhnlichen Anflug. Kurz vor dem Aufsetzen auf den Landeplatz war das optische Gefühl für die Fluglage auf einmal wieder völlig normal. Wir setzten auf, standen an der Hütte. Und Monsieur Schmidt schaute mich an, als ob es das Normalste der Welt war. So, Monsieur Meyer, nun sind Sie dran. Sie haben ja gesehen, es geht ganz einfach. Der hatte gut reden. Mit der Flugerfahrung im Gebirge könnte ich das auch so locker behaupten. Also frisch ans Werk und erstmal den Hubschrauber von hier wegbekommen. Abheben, Richtung Tal drehen und starten. Geht völlig einfach. Mit der riesigen Felswand im Rücken sieht alles normal aus.
Nachdem ich in gut 300 Fuß Höhe über dem Landeplatz war, drehte ich wieder zum Landeanflug ein. Verdammt, schon wieder dieses blöde Bild vom Sturzflug. Nur dieses Mal nehme ich mir den Ratschlag meines Fluglehrers zu Herzen und konzentriere mich mehr auf die Instrumente, insbesondere auf die Geschwindigkeit und den Sinkflug. Es war immer noch ein blödes Gefühl, aber wir näherten uns kontinuierlich dem Landeplatz an der Hütte. Und schließlich gelang mir auch die Landung. Puh, geschafft. Das war nicht leicht. Und ich stolz, dass ich es geschafft hatte. Diesen Landeplatz habe ich dann während der Ausbildung noch mehrfach angeflogen. Aber das Gefühl, im steilen Sinkflug darauf zuzufliegen, habe ich nie ganz verloren. Nach Abschluss der Gebirgsflugausbildung kam dann noch der obligatorische Checkflug. Und damit war die Fluglehrerausbildung beendet. Nun, mit jungen 23 Jahren und dem Dienstgrad gefreiter UA, also Unteroffiziersanwärter, bekam ich den begehrten Eintrag in den Flugzeugführerschein FLB, das heißt Fluglehrerberechtigung. So haben Monsieur Schmidt und ich gemeinsam 20 Flugstunden in der schönen Mittenwalder Alpenregion verbracht. Diese Region war natürlich gegenüber der Reiteralpe sehr viel felsiger, schroffer und vor allen Dingen lagen die Landeplätze höher. Nun hieß es Koffer packen und wieder zurück nach Bückeburg.